Jo, Leute, die neue Season beginnt bald und es wäre sehr nice, wenn ihr meinen Creator-Code fire-kili im Itemshop eintragen würdet. Und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und liked Ehre! Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's mal wieder, euer Kili, und heute zeige ich euch mal meinen Folgerspind. Ihr werdet nicht glauben, Jungs, ich habe für dieses Kack-Unterteil 5 Kronen ausgegeben. Versehentlich. Einfach nur noch schade, Jungs, aber irgendwie werden wir die Kronen schon wieder bekommen. Vertraut mir. Irgendwie werden wir die schon wieder bekommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Hier haben wir eine Lackierung Kaugummi. Feiere ich jetzt nicht so. Die geht klar. Das Baseball ist eigentlich auch ganz nice. Finde ich okay. Nee, feiere ich nicht. Feiere ich auch nicht so. Auch nicht so. Die hat eine Krone gekostet. War mit dem Ninja in Shop und ich feiere diese übelst. Also dieses Schwarz. Ich feiere Schwarz am meisten so in Fall Guys von den ganzen Lackierungen. Echt richtig nice. Eine meiner Lieblingstarnungen. Dann hier. Die sieht auch richtig nice aus. Kann ich euch auch hier einmal zeigen. Hier zum Beispiel mit den Blitzen oder so. Sieht richtig geil aus. Dann, was haben wir noch? Hier die Mint-Schokolade. Finde ich auch okay. Die ist geil. Kann man auf jeden Fall auch machen. Hier kann ich auch nochmal zeigen. Die geht auch klar. Dann haben wir hier die kann man machen, aber finde ich jetzt auch nicht so nice. Dann hier die gelbe, das kann man mit dem Dinosaurier gut kombinieren, heißt ja auch genauso wie er. Und das, Jungs, ist bis jetzt mit einer anderen meine Lieblingslackierung. Schaut euch einfach an, wie geil dieses schwarz-dunkelblau aussieht, Jungs. Schreibt mal rein, wie ihr das findet, aber ich finde es einfach zu krass, Digga. Einfach nur noch zu crank. Schaut euch das an. Einfach nur noch geil. Dann hier, die ist okay. Und meine Lieblingstarnung mit der hier ist diese hier. Jungs, sieht auch anders geil aus, meiner Meinung nach. Einfach nur noch nice. Also, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Sieht einfach meiner Meinung nach richtig nice aus. Und dann noch die hier. Bei den Mustern spiele ich eigentlich nichts auf verschiedene. Eigentlich immer diese Blitze, die finde ich so ziemlich am geilsten. Dann bei dem Gesicht kombiniere ich halt je nach dessen, obwohl ich das auch richtig nice finde. Und dieses Blaue. Also meine Main-Combo ist halt so das. Da spiele ich halt immer mit dem blauen Gesicht. Ist richtig nice. Dann jetzt zu den wichtigsten Sachen, diesen Skins. Und hier habe ich die Ananas. Ich finde sie nice. Wie findet ihr sie? Schreibt mal rein. Den Astronauten habe ich hier auch von dem 10-Euro-Pack. Bananenwasser habe ich auch. Auch richtig geil. Hier auch vom 10-Euro-Pack. Den Wolf hat ja jeder, glaube ich. Hier auch vom 5-Euro-Pack. Baseballspieler finde ich auch meiner Meinung nach richtig geiler Skin. Also kann man auch nichts sagen. Der Pirat ist auch geil. Hotdog ist vom Battle Pass auch nice. Huhn, Digga. Jungs, ich feiere dieses legendäre Huhn abnormal. Aber ich habe es mir leider nicht gekauft. Ist echt schade. Ich habe nur dieses normale Huhn. Ist ein bisschen schade, aber ist auch geil. Den Jäger auf Stufe 36 im Battle Pass. Ist auch nice. Oder halt den Pass. Keine Ahnung, ob es Battle Pass heißt. Dann hier den Ninja. Ist auch geil. Neuling. Leckerer Burger. Er ist auch richtig nice, dieser Burger, Jungs. Wie findet ihr ihn? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Knockout hier. Auch geil. Den Boxer feiere ich übelst. Auch den mit den goldenen Handschuhen. Dann hier Pommeskopf. Pommeskopf haben wir hier auch. Raptor ist auch geil. Dann hier den Kaktus. War ja kostenlos. Mit 5000 Kudos, soweit ich weiß. Oder mit ein bisschen Kudos auch noch dazu. Ist auf jeden Fall, hier seht ihr es, legendär. Lol. Hier legendär, Jungs. Seht ihr. Finde ich auf jeden Fall auch okay. Dann hier die Taube. Den Topsy hier, den Dinosaurier. Dann hier den Dino. Der ist auch geil, war vor kurzem im Shop. Und hier noch die weiße Taube. Ist auch nice. Dann bei den Unterteilen. Ich tue ja einmal No-Scan anziehen, dass es besser aussieht. Lol. Dann hier bei den Unterteilen haben wir Ananas. Passt natürlich zu Ananas. Hier den Astronauten, passend dazu. Hier Bananenwasser. Ist einfach hier dieses Set. Ist auch geil. Habe ich schon lange, diese ganze Kombi. Geisterpirat, ja, passt halt dazu. Dann hier zum Einhorn. Das passt zum Wolf. Kann aber man auch damit spielen, obwohl ich das dann lieber so spiele. Dann hier zu dem Getränk. Dann haben wir hier noch, Jungs,
Ich habe 3 Kronen für dieses Unterteil ausgegeben. Aber man kann es sogar nicht mal so schlecht kombinieren. Also, das wäre nicht jetzt das Beste. Aber man kann zum Beispiel hier, das finde ich eigentlich richtig nice. Schreibt mal rein, wie ihr es findet. Aber es hat 3 Kronen gekostet, Jungs. Ich habe noch keinen legendären Skin, außer den Kaktus. 3 Kronen hat es gekostet. Ich wollte es eigentlich nicht kaufen, obwohl ich es gekauft habe, fand ich es nicht, auch nicht mehr so schlecht. Geht klar. Dann hier den Hotdog. Huhn zum Huhn passend. Jäger zum Jäger passend. Ich habe es euch vorhin schon gezeigt. Ist für 5 Kronen im Shop hier. Peabody. Nice, dass ich mir gekauft habe. Wollte ich nicht. Geil. Vielleicht kriege ich auch noch die 5 Kronen zusammen bis zum 19. Stand in 52 Minuten. Habe ich hier den Roboter Fool. Das wäre natürlich richtig nice. Dann hier Neuling passend zu dem. Leckerer Burger auch passend. Knockout, Jungs. Wer hat den lila Ninja? Schreibt es mal rein. Wer den lila Ninja hat, das ist die passende Hose dazu, wenn man nicht die 5 Kronen Hose kaufen will. Weil die hat nicht 5 Kronen gekostet. Dann hier Pommes Kopf. Riesentukan. Tukan fehlt mir leider noch. Ich hoffe, der kommt bei mir irgendwann mal rein. Dann hier diese Schüssel. Stockente. Die weiße Taube, halt diese Tauben. Dann T-Rex, passend zu dem. Auch passend zu dem Grün. Und dann hier halt noch diese Taubenschwänze. Ich finde, da kann man den hier sogar mit ein paar Sachen gut kombinieren. Schreibt mal rein, wie ihr es findet. Und schreibt mal rein, was ihr von meinem Spind so am liebsten spielen würdet. Schreibt mal in die Kommentare. Also ich spiele auf jeden Fall hier. Ich kann sie nochmal zeigen. Das hier sehr gern. Und ich würde direkt sagen, wir können hier direkt mal in der Runde gehen und ein Gameplay mit dem Skin machen. Bis gleich. So, Jungs, wir sind jetzt direkt in der ersten Runde am Start. Schwindelnde Höhen. Richtig geil. Bin mal gespannt, was wir hier schaffen werden. Und welche Reihe sind wir? Komm, bitte erste. Auf Ehre. Und die zweite Reihe ist aber auch geil. Ist hier noch da? Eigentlich nicht so viele besondere Skins. Sehe ich gerade nicht so. 5 Sterne Skins. Vielleicht werden wir ja den Win holen. So. Ach, Digga. So, jetzt komme ich in die Bälle. Jungs, schreibt doch mal rein, was euer Lieblingsparcours ist. Das Huhn will uns hier schon aufhalten. Digga. So. Hier. Bei diesen Bällen ist eigentlich auch easy. Ich finde diesen Parcours nicht sehr, sehr easy. Scheint euch fast nie. Ach, Digga. Ja, und wir schaffen es eigentlich jetzt auch. Ganz easy, Jungs. So, nice. Haben wir geschafft. So, Jungs, jetzt ist Rollfeld da. Rollfeld ist eigentlich auch easy. Kann ich euch auch gleich eine Taktik zeigen. Kennt ihr aber wahrscheinlich eh schon. So. Okay. Let's go. Mal sehen, was wir hier schaffen werden. Zum Beispiel, das, was ich euch zeigen wollte, ist, kannst hier raufspringen und dann geht's halt auch. Aber du kannst auch einfach nur von Platte zu Platte, ist auch easy. Hier finde ich eigentlich sehr easy immer. Rollfeld. Jungs, und schreibt mal rein, ob ihr lieber Fortnite-Videos sehen wollt oder Vollgas-Videos. Ich habe mir jetzt so einen Plan gemacht, also ich weiß nicht, ob ich ihn genau jetzt erstmal einhalten will. Aber ich will ihn irgendwann mal machen. Am Wochenende gibt's Streams und unter der Woche gibt es halt dann Videos. Wenn ihr das haben wollt, dann schreibt mal das rein, bitte. Dass ich Bescheid weiß. Weil es beginnt halt bald bei mir auch wieder die Schule und dann kann ich halt auch nicht mehr so lange streamen. Deswegen ist das halt ein bisschen blöd. Ich renne hier einfach von Platz zu Platte auf Safe. Hier auch noch drauf. Können wir auch drauf. Hier, wir sind schon ausgeschieden. 15. Von 18. Jetzt 16. Nice. Und qualifiziert. Let's go. Easy.
So, Jungs, jetzt haben wir Reifenspringer als Spiel. Ich bin mal gespannt. Das Ding ist in diesen Teamgames, du musst halt ein gutes Team haben. Das regt mich halt oft auf, aber vielleicht haben wir ja ein gutes Team. Ich glaube, wir sind hier Team Blau oder nee, Team Rot. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja. Oh. Den hier werde ich mir direkt holen. Diese goldenen sind halt immer am wertvollsten, weil einer von den goldenen bringt einfach 5 und das. Digga, lost. 5 Punkte sind halt schon viel in dem Game so. Da ist einer. Shit. Ja, rot, Digga. Let's go. Wir haben ihn. Let's go. Wir haben den goldenen. Das ist doch schon mal nice. Haben wir auch. Wir werden die safe holen. Den können wir noch. Komm. Haben wir. Digga, was. Bro, was ist denn mit dem los, Mann? Packt der übelst. Ja, ich glaube, das werden wir schon schaffen. Ich glaube, Blau wird rausfliegen. Wenn wieder ein Goldener spawnt, dann müssen wir direkt wieder hingehen. Ich bleib hier mal. Und warte auf irgendwo einen Goldenen. Nein! Das hat sich null gelohnt. Digga, wo spawnt denn jetzt ein Goldener? Kommt, irgendwo. Holst du? Schön. Da war einer, okay. Wer hat den bekommen? Naja, Blau ist safe raus. Ich glaube nicht, dass die das schaffen, uns einzuholen. Und wenn dann gelb. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall weiter. 46 Reifen sieht eigentlich immer gut aus. Haben wir. Den holt leider gelb. Ein goldener, den werde ich holen. Haben wir? Nice, habe ich geholt. Hatten die schon? Ja, haben wir easy. Easy weiter. Hä? Dino. Ja, da können wir noch schnell unseren Roboter hier machen und dann geht's direkt ab in die nächste Runde. Und viele fragen mich auch oft, woher ich diesen Robotertanz habe. Diesen Robotertanz habe ich wahrscheinlich, also ich habe ihn einfach dann gehabt. Ich habe mir halt das 10-Euro-Pack direkt gekauft. Ich glaube, dass er davon ist. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich glaube, vom 10-Euro-Pack kommt man so den Roboter. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Und mal sehen, was wir jetzt bekommen werden für einen Modus. So, es lädt. Und wir haben 10 Spitzen. Okay. 10 Spitzen ist eigentlich auch immer easy, obwohl ein bisschen ist auch mit Glück dabei. Und wir sind vorne gespawnt, nice. So nice. Komm, auf Ehre bitte einmal reinlocken. Bitte einmal reinlocken und nein, schade. What? Da geht's anscheinend entlang. Am Anfang kann man eh richtig reinlocken, kann man noch alles aus. Am Anfang eh komplett egal. Digga, ist dieser Jäger ein Hacker. Digga! Was ist denn mit dem Typen gerade los gewesen? Hier ist eh geradeaus. Da jetzt eh nach rechts, oder? Wenn nicht nach rechts ist, dann geht's auch gar nicht. Ja, Jungs, ich gehe nicht nach vorn. 100 Pro jetzt geradeaus. 100 Pro jetzt geradeaus. 100 Pro. Verdickt. Shit. Jetzt geradeaus, maybe? Nee, nee, kann nicht sein. Kann nicht sein. Hat gewackelt. Jetzt geradeaus vielleicht. Noch nicht das. Nee, auch nicht. Da kann es jetzt nicht sein, glaube ich. Herr Wolf, lass mich. Ist hier geradeaus? Ja, ist es. Und bam, wir sind drin, Jungs. Wir sind qualifiziert. Let's go. Beste 50% hier mitgenommen. Und wir sind jetzt, glaube ich, nur noch 9. Jungs, maybe wird es ja der Win. Vielleicht wird es ja der Win. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie viel Wins ihr schon habt. Würde mich mal interessieren, wie viel Wins ihr schon so in dem Game geholt habt. Also ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 6. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch schon ein paar. Maybe wird sie jetzt der Win. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Weil ihr seht ja, ich brauche die 5 Kronen voll für den Roboter. Hexagon, Jungs! Hexagon! Let's go! Weggehext! Mein Lieblingsfinale. Let's go, Digga. Weggehext mit 9 Leuten. Das bockt auf jeden Fall. Das bockt auf jeden Fall. So. Nach rechts springen. Oh shit, Digga.
Er grieft mich. Nein, das war dumm, oder? Ja, wir kommen drauf. Let's go. Nein, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Aber haben wir, haben wir, haben wir. So, Jungs. Ich hoffe, wir gewinnen das. By the way, wenn ihr mal mit mir in eine Runde kommen solltet, ich bin Folger 1663. Hier seht ihr. Haben wir eigentlich noch viel Platz? Ich tue den hier jetzt noch schnell. Shit, ich habe mich sehr... Oh mein Gott, war das dumm. Nein, ich dachte, da kommen wir noch hin. Shit. Shit, Jungs. Shit. Hier. Loch. Sollen hier alle durchfahren? Hier können wir ein bisschen. Egal, wie kann man denn nur so dumm sein und eigentlich auch die ganze Zeit laufen? Er ist unten. Jungs, nur noch zwei andere. Maybe wird das der Win. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vorne ist noch einer. Der ist der letzte. Unter uns ist auch noch viel. Der hat aber auch super viel, Digga. Shit, der hat richtig viel. Jungs, das wird nochmal richtig spannend. Der hat auch richtig viel. Nein, das war dumm. Wir müssen jetzt echt lange Zeit gewinnen. Das wird safe übelst lange dauern. Kommt, Jungs, das können wir doch schaffen. Komm. Bitte. Bitte, fall einfach runter. Bro, fall doch einfach runter, Digga. Nein, hat zwei mitgenommen. Fall doch einfach runter, Mann! Was ist denn daran so schwierig? Nein, scheiße, wir haben nicht mehr viel. Das war's, oder? Wie viel hat er denn noch? Wie viel hat er denn? Was? Wie viel hatte der Typ? Jungs, es ist doch fast unmöglich, auf PC zu gewinnen. Ja, er hat diesen... Ja, Digga. Jungs, wie will man denn noch auf PC gewinnen, Digga? Ihr habt gesehen, wie lange Hexagon schon braucht, Mann. Es ist so schwierig. Oh, Digga. Ah. Mann, schade, Mann. Schade, Jungs. Schade. Schade. Na, ah. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Kann man nichts machen. Bisschen EP auf jeden Fall mitgenommen. Wurden zweiter, Jungs. Kann man nichts machen. Aber GG. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer eine positive Bewertung da. Schreibt mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Tragt mir auf Ehre meinen Creator-Code fire-kili im Itemshop ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.